Yo guys, what's up, the Blue Gangster hier. Ein kleines Infovideo, während im Hintergrund Tekken läuft. Und zwar habe ich das Problem, dass ich seit einiger Zeit nicht streamen kann. Und ich habe da jetzt mal geguckt, woran das liegt, weil mich das schon anpisst, weil es ziemlich viel gibt, das ich eigentlich streamen wollte über YouTube. Wie zum Beispiel Tekken, so Ranked Sessions oder die Final Parts von den Crash Bandicoot Teilen, die ich gerade hochlade. Und ich habe das Problem jetzt zufällig rausgefunden. Es wäre fast schon so weit gegangen, dass ich meinen verknüpften Google-Account und vielleicht sogar die ganzen Videos von meinem Channel damit aus Versehen mitgelöscht hätte. Sorry. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Denn ich habe durch Zufall, wie gesagt, rausgefunden, wieso. Und den Grund dafür seht ihr jetzt. Dieses Bild sagt, dass ich durch irgendein Video verstoßen hätte, die Community-Richtlinien halt. Und ich weiß nicht mehr, welches Video es war. Ich weiß nur noch, dass ich das gesehen habe und das Video dann direkt gelöscht habe, womit ich dachte, dass die Sache geklärt wäre, was es ja nicht ist. Und ich war ziemlich schockiert, weil was ich noch weiß, ist, dass es ein ganz normales Video war, das eigentlich so gut wie jeder auf seinem Channel hatte, also so ein universelles. Und ich hatte da jetzt nicht irgendwie besondere Musik, die schon existiert, so GEMA-mäßig ausgesucht oder sowas. Ich weiß wirklich nicht mehr, welches Video es war, deswegen war ich ja so schockiert, dass da jetzt irgendwie was war. Und die sagen mir, ich soll bis zu einem bestimmten Datum, das ihr auch auf dem Bild sehen könnt, den 2. Dezember war es, glaube ich, darf ich jetzt nicht mehr streamen. Und ich dachte zuerst, das lag an meiner PS4, habe sie dann komplett zurückgesetzt, umsonst. Ja, hab da sehr, sehr vieles gemacht, den ganzen Tag lang, hat nichts gebracht, bis ich jetzt endlich rausgefunden habe, wieso. Ja, und deswegen seht ihr mittlerweile auch keine Final Fantasy Streams mehr von mir. Ich kann halt auf Twitch streamen und das dann halt auf YouTube exportieren lassen. Das Ding ist halt, ich hab nicht die gleiche Twitch-Community wie YouTube-Community. Und ja, deswegen kommen keine neuen Final Fantasy Parts oder sonst was von mir raus, weil ich aufgrund dessen nicht streamen kann. Und so lange müssen wir zusammen jetzt halt warten, bis ich das wieder kann. Zum Glück habe ich das erst jetzt auch rausgefunden, weil das nur noch anderthalb Monate ungefähr sind, bis es soweit ist, dass ich es wieder kann. Und ja, hätte ich es früher rausgefunden, Gott, wäre das schlimm für mich gewesen. Denn ich habe mindestens 5 Projekte gerade, die ich so let's playen will, die ich noch zu Ende führen will, die ich auf meinem Channel angefangen habe und die ich streamen will. Also locker über 10 Projekte insgesamt. Wahrscheinlich werde ich nach dem Crash Bandicoot, nach der kompletten Trilogie vielleicht noch was mit anderen Tekken-Teilen machen. Ich will ja eigentlich alle da drauf haben, aber jetzt wisst ihr wenigstens Bescheid und ja, kann man halt nichts machen. Was soll ich machen? Ja, müssen wir halt zusammen warten. Auf jeden Fall, daran liegt's. Ich muss mich jetzt gedulden, muss so lange noch warten, bis ich wieder streamen kann. Hoffentlich funktioniert dann alles. Falls nicht, ich lauf euch auf den Haltenden, genau, ich halte euch auf den Laufenden. Und ja, während ich versuche im Hintergrund diesen Combo da zu schaffen. Und ja, das wär's eigentlich. Deswegen habt Geduld mit dem Stream, guckt eher, dass ihr normale Parts von mir seht, wobei jetzt die Aufnahmequalität der PlayStation 4 an sich, wie viel, 450 Pixel sind. Und ich das versuche immer auf 720 hoch zu skalieren, ich weiß es nicht so besonders, aber wenigstens etwas. Und das wäre es dann eigentlich, ja. Wie gesagt, falls ihr Fragen oder irgendwie Vorschläge habt, was ich noch hochladen könnte, haut ruhig raus. Und ja,
Das war's dann eigentlich. Wie gesagt, falls noch irgendwas ist, schreibe ich es vielleicht sogar mit in die Kommentare hier runter und so. Auf jeden Fall, wie immer, thanks for watching. Hope you can wait. Hope you understand my position right now. Kinda effed up, I know, but yeah, that's that. And hopefully we see us again on my next YouTube video. Till then, I'm out. And yeah, that's all the Blue Gangsta gotta say for right now. Peace, YouTube word.